ich wollte dem jetzt eigentlich noch eine Geschichte erzählen, wie die Wichte herkommen. Also, nee, nee, nee. Nein, so nicht. So. Ja, 4 Seelenenergie, okay. Aufgrund der Seelenenergie könnte man es noch machen, gebe ich ja mal zu. Wer ist eigentlich da unten? Da unten meditiert auch noch jemand. Sehr schön. Haben wir allerdings auch noch nicht so viel zu tun. Ah, die Bockert, nee. Aber dort unten ist der Schatz. Hm. Das bedeutet... Hey! Nee, ich krieg diesen Kindergartenspruch nicht mehr zusammen. Feuer, Scher und Licht ist für kleine Kinder nichts. War das so? Ist ein paar Jährchen her. Ah, ich hatte dieser Spruch immer so genervt. Ich weiß nicht, was er gerade angreift, aber uns hat er nicht angegriffen. Na ja. Er könnte ja ins Wasser gehen, um seine Brände zu löschen, ne? Aber... setzt hier... Okay, so viel dazu. Aber... okay. Hatten doch nichts gebracht, ins Wasser zu gehen. Sehr schön. Einer der wenigen Spiele, wo das kein Effekt auf was hat. Interessant. Merken wir uns mal vor. Ansonsten ist es doch normal, dass wenn man ins Wasser geht, dass man gelöscht wird. Wusste ich gar nicht, dass das hier... keinen Einfluss drauf hat. So. Aber wir haben hier die Dolche. Hoffe ich. Naja. So viel Tolles ist es jetzt auch wieder nicht. Ah, stimmt, genau. Wo ist denn das Medaillon? Gegenstände stehlen? Ja. Schmiede? Okay. Achso, ja, das können ja dann nur noch da und da sein. Nee, das ist das Leichentuch. Im Siede meditieren. Aber was ist das für eine Quest? Frag ich mich gerade. Im Siede meditieren. Nee, das ist ja nur das da. Das ist das da. Okay. Ist die jetzt gelb? Nee. Das ist halt ab und an doch ein bisschen... ah! Okay, das ist die Hauptquest. Ja, nee, dann lassen wir davon erstmal die Finger. Wie gesagt, ich würde nämlich lieben gerne erstmal die anderen Quests einigermaßen vorantreiben und natürlich auch mal die Gruppierungen. Respektive, wenn es halt dann auf dem Weg liegt, würden wir es auch machen, ganz klar. So. Gott, das ist ein Schatz, aber nicht bannen, ist schon klar. Das ist ein blöder Weg, aber okay. Ah. Ah! Ja, der Nichtskunst. Ich meine, Fluch der Nichtskunst, das trifft es jetzt aber auch wirklich, 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 wirklich sehr gut. Ah. Das war jetzt Fail hoch 30. Das war jetzt gerade mal ganz schwach. So schwer ist es doch nicht. Man braucht doch nur Reaktionszeit. Nun gut, nun gut, nun gut. Okay, im Siede meditieren ist die Hauptquest. Trotz alledem, quicken Gegenstände stehlen. Ja. Jetzt muss ich trotz alledem, sorry, nochmal dafür danach gucken. Aber das würde doch passen. Gegenstände stehlen in Diedenhill. Nun, das geht es euch? Ganz gut. Das trifft sich im eigentlichen Sinne ganz gut. Das trifft sich sogar mal ganz, ganz gut. Ja. So, bei ihm können wir wahrscheinlich immer noch nichts machen. Kester und Cora.
Das sind die Säulen, die unser Dorf am Leben erhalten. Was? Oleander ist fort und hat sich umbringen lassen? Armer Kerl. Mehr Genie als Verstand, habe ich immer gesagt. Okay, Gegen Boggarts hilft am besten. Ich kann eine primitive Variante davon herstellen, wenn ich die entsprechenden Reagenzien habe. Sonderzweig, das am ehesten im Eisengriffstieg zu finden ist. So, weitere Reagenzien. Gut, sehr gut. Okay. Sonderzweig, das am ehesten im Eisengriffstieg zu finden ist. So, weitere Reagenzien. Gut, sehr gut. Kann ich die immer und immer wieder machen? Sonderzweig, das am ehesten im Eisengriffstieg zu finden. Weitere Reagenzien. Gut. Ich hoffe, in der Mission oben im Norden sind alle wohl auf. Wie geht es euch? Hey, was machst denn du hier wieder, Kollege? Den trifft man aber auch echt überall. So, okay, nichtsdestotrotz. Oh oh. Was hat er? Kein Grillrikas sollte jemals mit niederem Volk wie euch verkehren müssen. Verschwindet! Oh, Wahnsinn! Kein Grillrikas sollte jemals mit. Okay, dann nehme ich an, wir sollen unter Umständen dieses Medaillon von ihm stehlen. Das einem artigen Gasthaus von Dienen hören gehört. Okay. Ich putze eure Schuhe, my Lord. Da, 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 da. Na, das könnte sich natürlich als sehr schwierig erweisen. Da müssten wir warten, bis er schläft. Wir sollten aber davor ein, zwei Punkte. Ich hoffe, in der Mission oben im Norden sind. Liebeskunst investieren wäre auf alle Fälle eine sehr gute Investition. So. Jetzt natürlich die Frage, will ich erst dann alchemitisch suchen oder mich gleich heilen lassen? Komplett. Das ist natürlich die Frage. Den Fluch. Ich lasse mal nur den Fluch dann entfernen. Schlimmstenfalls suchen wir uns eine andere Heilerin. Braucht ihr Heilung? Jipsi. Und zwar... Ach komm. Bei 80.000. Nun, macht euch schon auf den Weg. Ja, mein Gott, sind wir nicht ganz so stressig. Wie sieht's denn eigentlich mit der Rüstung allgemein aus? Das geht auch. Mit der Rüstung habe ich gesagt. Okay, dann machen wir das mal ganz kurz. Nee. Gegenstände Reparaturkit. Und zwar reparieren wir das mal. Das da, das da, das da, das da, das da, das und das nehmen wir auch. Stimmt, es war immer nur ein Reparaturkit für das entsprechende. Yeah! Ach nee, halt, das will ich ja. Habe ich nur so gefunden. Da sind wir doch. So. Ist wesentlich kostengünstiger, definitiv. Da habe ich irgendwann mal Mitaru sei Dank. Unsinn erzählt. Und gesagt, man braucht pro Fertigkeitspunkt oder pro Schadenspunkt ein. Das war natürlich falsch. Aber wir haben jetzt gerade Nacht. Jeder Tag, der vergeht, ist ein Segen von. Wir haben jetzt gerade Nacht. Macht die Sache aber nicht gerade sehr leichter, nehme ich mal an. Die sind voll wachsam. Okay. Das macht natürlich dann keinen Sinn. Truhe plündern wollen wir auch nicht. Dann lassen wir den Quest echt mal außen vor. So. Willkommen in Sand, Eadrix. Ja, ja, passt schon. Wir geben dann eben mal die andere Quest mit dem Bockerl ab. Da ist einer. Ich will doch gerade sagen, irgendwo habe ich doch schon wieder einen gehört. So. Und komm. Der da hinten tanzt doch fröhlich. Der weiß gar nicht, wie ihn gleich... Nimm doch den mal ins
Target-Erkennung ist halt echt nicht gerade sehr feierlich am Mann. Aber was will man machen? Dann schauen wir mal, wo die anderen Gruppierungsquests sind. Will ich schon... Halt, ne, Ysa... Mit Ysa reden war ja die Hauptquest, genau. Hallo. Hi. Eure Feinde sollten euch nicht unterschätzen. Es ist nicht leicht, ein so gefährliches Monster zu besiegen. Bitte nehmt diese Belohnung. Mein Herz ist nun nicht mehr mit Furcht erfüllt, wenn ich den Siede betrete. Okay, das ist doch schön. Lebt wohl. Jo, ciao. Guten Tag. Tachchen, kann ich ihm jetzt eigentlich sagen, dass ich die Dolche habe? Seid erneut gegrüßt, Reisender. Ihr seid wegen Draugs Zahnstochern hier, nicht wahr? Wollen wir dann zum Geschäft kommen? Wegen seinem Zahnstein, ja, genau. Und ich nehme an, ihr seid entschlossen, einen Kauf zu tätigen? Wie gesagt, mein Preis steht. Ist dem so? Nun, dann werde ich euch wohl auch nicht... Und kommt ja nicht... Ich habe die Zahnstocher im Siede versteckt. Ja. Gehabt euch wohl. Ich habe sie doch schon längst gefunden, mein Freund. Kann ich die jetzt eigentlich auch verkaufen, wenn ich unvorsichtig bin? Ich nehme an. Ja, dann müsste ich mir nur merken, wo ich den verkauft habe. So. Zum 200. Mal in dieser Aufnahmesession hier in diesem Bildschirm drin. Nebenquests alle abgeschlossen. Sehr schön. Wir reisen jetzt erstmal nach Helmgard. Ich habe immer noch nicht nachgeschaut, ob das jetzt wirklich das... Helmgard ist aber wirklich weit weg. Ist die vielleicht näher? Oh. Oh. Die ist ja sogar um die Ecke. Dann machen wir das doch eher mal. Willst du mich jetzt gerade verarschen? Genau hier? Gib mir mal die Gebietskarte. Für Murdoch, Gegenstände stehlen, Brüder Tilts Tagebücher. Okay. Hey, das ist doch klasse. Da hinten sollen wir dann wieder raus. Okay, das ist nur so ein Durchgang. Ich wollte mich schon sagen, das gibt's doch gar nicht. Ja, kommt, ihr seid grau. Ich beschäftige mich. Ich beschäftige mich. Da. Deutschsprache, schwere Sprache. Ich beschäftige mich gar nicht erst mit euch. Gut, die Kamera bleibt jetzt natürlich dort hinten irgendwie hängen, weil wir im Kampf geschehen sind. Aber, so viel dazu. Oh, das ist der Spinnenwald. So, mit Jetnar reden. Dadurch. Okay, ich habe keine Ahnung, wo der uns jetzt gerade hinführt, Nettes. Aber das klang nicht sehr freundlich. Aber ich guck nach, ne? Das können ja nur Spinnen gewesen sein. Nichts anderes, ne? So, das gute alte Kanarok. Aber wenn wir schon mal doch hier sind, würde ich sagen, können wir erstens mal selber ein paar Tränke herstellen. Und zum anderen kann ich mal die Zahnstocher in Sicherheit bringen. Nicht, dass ich die dann wirklich mal verkaufe. Das wäre schlecht. Da ist meine Bude. Ich muss die mir echt mal umstreichen. Ey, das geht ja gar nicht. Irgendwas Tolles. So blau oder so. Was? Zu wenig Zeit? Willst du mich jetzt verarschen? So, das kommt rein. Oh, jetzt habe ich zu viel reingestellt. Nee. Das kommt auch raus. Das kommt raus und das kommt auch raus. Das verkaufen wir schön. So, da schauen wir nämlich jetzt mal gerade nach, weil das habe ich eben immer noch nicht getan. So, 10% Elementarresistenz. Naja. 15% gegen Niskaru. Siegelring der Balladen, 5% Schaden, 5% Schadensresistenz. Was haben wir hier? Hier hätten wir Leben plus und so. Nein, dann können wir das getrost doch wegpacken. Und ich glaube aber, diese Zahnstocher werden mir als Questgegenstände schon reserviert. Ansonsten wären die ja hier irgendwie irgendwo mit dabei.
Sieht demnach Gänze so aus. So. Können wir auch da reinpacken. Okay. Dann würde ich Sachen herstellen. Und zwar... Läuterungstrank war es nicht. Doch. Heilt alle nicht-magischen Krankheiten, verleiht ihr für eine kurze Zeit Immunität gegen alle Krankheiten. Sehr fein. So, Ysas Segen haben wir allerdings nichts mehr. Okay. Nix da. Dann können wir gerade nochmal nach der anderen netten Dame suchen, die uns zwar wieder für ihren Gefährten abstempelt, aber auch egal. Ja, da drin wird auf alle Fälle was los sein. So viel dazu. Die pennen alle. Wie will ich denn den ausfindig machen? Das ist mir eigentlich jetzt dann auch Wayne. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wenn ich jetzt wieder reingucke, ist wieder keiner da, ne? So. Sehr schön. Das habe ich ja aktiv markiert. Okay, ist auch die Straße. Sehr fein. Ich sollte irgendwas mit meinem Abrechnungsmodus dann auch anfangen, aber was Sinnvolles. Netzwald. Ich sehe jetzt auch gerade, das wird auch farblich angezeigt. Grün. Grün würde bedeuten, ja, es würde noch ein bisschen was rauszuholen sein, allerdings nicht so viel. IP-technisch. Die sind grau. Lassen wir sie mal leben. Oder auch nicht, weil die Truhe nicht habe. Ist ja klar. Kollege. Nee, das tötet ihn nicht ganz. Tötet dich das jetzt ganz und gar. Ja. Auch epischer Moment. Sehr schön. Zunderzweige. Naja. Naja. Nicht schlecht, aber auch nicht gut. Ysas Augen wären mir jetzt lieber. Ah. Wir waren hier noch gar nicht. Okay. Mädel, ich schaue mich hier erst ein bisschen um. Einen Moment. Hier wuchern überall Pflanzen in dein Dach, ne? Also durch dein Dach hindurch. Oh, wir erinnern uns, so einen Stein haben wir doch schon mal gesehen mit diesem Loch, wo was reinstecken kann. Ja, genau. Den Text habe ich nämlich auch schon mal vorgelesen. Komisch, jetzt klappt das irgendwie mit der Stimme. So. Oh. Was haben wir denn da? Wir nehmen das mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit und das nehmen wir mit. Talentbuch Bannen war das übrigens, wenn man das schnell genug noch gelesen hat. Das nutzen wir auch gleich mal. Gegenstände. Schriftwerke. Ah. Talentbuch Bannen. So. So. Das bedeutet, wir haben jetzt einen Punkt Bannen dazu bekommen. Sehr schön. Das rentiert sich natürlich. Solche Bücher zu finden ist auch ein bisschen eine Glückssache.